Hey ihr Schwertschwingerinnen und Schwertschwinger da draußen, willkommen zurück zu The Blind Prophet. So, unsere nächste Aufgabe steht an, nachdem wir jetzt Asmodee besiegt haben. Irgend so ein Typ hat mich dazu bringen wollen, ihn beizutreten. Was wollte dieser Verrückte? Verdammt, ich muss nach Rotborg und andere Spuren finden. So, Rotborg war hier? Nein, warte mal, das war vor... Ach nee, hier ist es doch, mit den Treppenstufen hieß es, ne? Flaschenwand. Sieht aus wie eine freie artistische Entscheidung, aber warum nicht? Ich kann... Was? Wir können nicht durchsehen, das ist sehr unbequem. Da geht's nach Rotborg. Strange Signs. Wir gucken uns die Signs vielleicht nochmal an. Es gibt ein paar ja, Richtungen, die Pfeile zeigen, ohne Erklärung. Was haben wir noch? Ich verstehe diese Zeichen nicht. Welche Art Geheimnis behütest du? Na gut, wir gehen nach Rotborg. Was? Hast du das verstanden? Nicht ein Wort mehr, richtig? Okay, alles klar, mach dir keine Sorgen darum, Inspektor. Ein Polizist? Ich sehe dich. Bist du bereit? Bin ich im Bild? Hä? Wir sind hier auf der tragischen Szene. Nee, warte mal, wir sind hier in der Szene, wo der tragische Unfall stattgefunden hat letzte Nacht. Die Conclusions, die Ergebnisse, die... Warte mal, like suicide was affected by his last leap. Also, so wie die Ereignisse dargestellt sind, handelt es sich hierbei um einen Selbstmord. Die Identität des Opfers oder des Verunglückten muss noch festgestellt werden. Die Polizei befragt noch die Zeugen und trägt Beweise zusammen. Die Motive hinter dem Selbstmord sind aber... Bullshit! Glaub ihn nicht, die sind Lügner! Er hat sich da nicht selbst runtergeworfen. Oh, Alter. Verschwinde hier, du Verrückter. Manche von uns müssen arbeiten. Das ist kein Spiel. Jetzt geht jemand voll gegen das Bein. Okay, ich denke, wir könnten jetzt sowieso einpacken. Zumindest haben wir die Nachricht durchbekommen. Dieser dreckige Penner hat meine Jacke schmutzig gemacht. Ach, was für ein Start in den Abend. Lass es raus hier, bevor es anfängt zu regnen. Wie ist die denn drauf? Voll aggro. Okay, jetzt haben wir hier eine Statue, die Kathedrale, einen Lampenposten und hier geht's weiter hinter dem Flatterband. Kaputter Zaun. Der Zaun ist kaputt, aber nicht auf normale Weise. Es ist, als wäre er geschmolzen. Es gibt keine anderen Spuren hier. Es geht ganz schön tief runter, wirklich gefährlich. Ja, wie kann man das einem Zaun nur antun? Hier. Statue eines alten Mannes mit einem Buch und Drapery. Ja. Wird ganz schön schwer, die mitzunehmen. Wenn ihr mir nur sagen könntet, was in seiner Stadt vorging, geht der alte Mann. Ich hab dich viel zu fragen, ja. Wie redet das mal mit dem Obdachlosen? Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Hör ihm lieber zu, er könnte mir behilflich sein. Guten Abend, ich habe Ihre Unterhaltung gehört. Hört sich ziemlich interessant an. Wirklich? Hast du nicht Angst vor dem Gelaber eines alten Betrunkenen? Ja, manchmal sind sie vielleicht ein bisschen brauchbarer als die von den Medien, wie es aussieht. Du hast die auch gesehen? Was? Was? Conniving? With a cop? Just then? That's not beginning. Achso, ja, mit den Cops zu labern ist nicht so ganz mein Ding. Darum hätte ich gerne deine Story. Okay, hier ist die Story. Ich habe hier gelegen, ich war wach und da kam dieser Typ angerannt. Er sah aus, als hätte er den Teufel im Rücken. Ich weiß, was du meinst. Er hat mit sich selbst geredet. Ich denke, er war besessen oder so. Er rief lauter und lauter. Es war wirklich, als wäre er verrückt. Ja, und dann? Er setzte ein Bein über den Steg und hat gedroht zu springen. Und dann war dieser große blaue Blitz, der ihn in Stücke gerissen hat. Ein blauer Blitz? Das war nicht natürlich. Nicht wie das Geräusch von Donner. Es war mehr... Wie zerbrechendes Glas. Ja, genau. Warst du da? Und dann hat der Typ ausgesehen, als wäre er filetiert worden. Total flach. Total flach? Ja, nur Haut. Und seine Kleidung ist fast von ihm abgerutscht. Sein Körper ist rübergerutscht und ist unten gelandet. Ja, das muss ich mir mal näher ansehen. Na, die Cops haben ihn schon weggeholt. Du bist zu spät. Verdammt, ich muss. Und das ist nicht alles.
Ich schwöre, ich habe einen Geist gesehen, wie er aus seinem Körper stieg, nach dem blauen Blitz. Ein Geist, der aus seinem Körper stieg? Oh Gott, was zur Hölle geht hier vor sich? Ja, muss das... Hab zu viel getrunken. Es ist nix, vergiss es lieber. Ich glaube nicht. Es gibt Details, die du nicht einfach so ausgedacht haben kannst. Hast du sonst noch was gesehen? Bitte versuch dich zu erinnern. Ich denke, er hat irgendwas fallen lassen. Wenn ich immer so drüber nachdenke, es war ein Ring, den er am Finger hatte, na? Interessant. Lass uns hoffen, dass die Polizei ihn noch nicht gefunden hat. Ich werde mich mal umsehen, vielen Dank. Ja, der war uns doch sehr hilfreich. Ein Signierring. Er hatte recht. Well, well. Ah, lass mal sehen, ob der Bettler irgendwas über den Ring weiß. Ja. Ein Signierring von dem Mann, der unter irgendwelchen Umständen halt eben gestorben ist. Ich habe den Ring hier gefunden. Da ist ein Siegel drauf. Bedeutet dir das irgendwas? Oder erkennst du das wieder? Ja, ich habe schon mal wo gesehen. Aber ich kann mich nicht erinnern. Da gibt es einen Typ in Gorbey, ein antiker Händler, Antikhändler, der kann dir das vielleicht sagen. Ein Antikhändler? Na gut, ich sehe ihn mir mal an. Und was mich angeht, ich versuche etwas zu schlafen. So viele Abenteuer. Oder zu viele Abenteuer für mich heute. Zu viel Aufregung. Ja, danke nochmal. Oder schläft er schon? Hey, er schläft ja schon. Das ist für dich, alter Mann. Oh, das ist ja nett. Das ist Butanis Geld. Pass gut darauf auf. Oh, das ist ja super nett von ihm, dass er ihm das Geld gibt. So, dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, nämlich das hier war ein Antikhändler. Kann ich auch mal mit dem quatschen. Was haben wir denn alles? Antiquieren, Seife, lokale Produkte und andere typische Produkte. Auch altes Zeug. Alles. Ja, um genau zu sein. Ja, okay. Fotograf. Ein alter Fotograf. Wahrscheinlich ein Sammlerstück. Funktioniert gut mit Schallplatten. Ja, ich bringe lieber eine Schallplatte mit, als dass ich das Teil mitnehme. Ah, ich habe jetzt... Ja, ist Master's Choice. Was haben wir noch? Ja, komm, wir reden mal mit ihm. Edward. Er sieht irgendwie... Ja, sieht aus wie ein sehr introvertierter und stiller Typ. Er sieht beschäftigt aus. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber er könnte mir vielleicht auf eine oder andere Art helfen. Hi, ist alles okay? Ja, ist vielleicht nicht die beste Zeit. Was ist denn los? Ich kann auch sehen, dass irgendwas falsch ist. Es ist nichts, vergiss es. Ja, alles klar. Gut, ich brauche ein paar Informationen. Du bist doch hier der antike Experte für Antiquieren in Gorbey. Aber ich kann auch später wiederkommen, wenn es dir recht ist. Warte mal, ich höre es mir mal an. Ich habe einen antiken Ring, mit einem Coat of Arms. Ich würde gerne mehr wissen. Ah, das ist schade, ich kann aber nichts sehen. Hä? Wo ist deine Brille? Wo ist deine Brille? Ich habe sie irgendwo verloren. Ha. Na komm schon, was ist denn los? Es ist diese Typen, die hier am Square rumhängen. Sie sind reingekommen und haben sich einfach Zeug mitgenommen. Sie haben gesehen, dass ich Angst hatte, also sind sie mit meiner Brille weggerannt. Ich hab mich nicht getraut, sie rauszuwerfen. Das waren zwei. Ich war total verängstigt. Ich fühle mich so verdammt hilflos, weißt du? Alles klar, geh nicht weg. Nein! Bitte mach nichts. Wenn du das tust, dann kommen sie wieder und fangen von vorne an. Ich hab mal die Polizei gerufen. Dann sind sie am nächsten Tag wiedergekommen, waren sogar noch wilder und böser auf mich. Überlass das einfach mir, sie kommen dieses Mal nicht zurück. Er hat so eine ganz liebenswürdige Art, das vielleicht anders zu regeln, hä? Hier, die Thugs. Seid ihr die beiden, die die Brillengläser des Antikhändlers geklaut haben? Verpiss dich. Gebt sie mir. Ich hab dir gesagt, du sollst dich verpissen, Arschloch. Erstmal einschüchtern, bevor ich physische Gewalt anwende. Super, seht mir genau in die Augen. Shit, was zum... Hier ist ein Vorgeschmack auf das, was euch nach dem Tode erwartet. Alter, was? Er kriegt Nasenbluten? Okay, ich werde euch zum eurem rechtmäßigen Eigentümer zurückbringen. Okay, der ist ohnmächtig. Ja, er ist ohnmächtig geworden. Ich lasse ihn hier als Beispiel. Ja, endlich kann er sich als Türmatter nützlich machen. Du wärst ein schöner Teppich. Alles klar, was hat er ihm denn gezeigt, bitte? Ich gebe mal seine Gläser zurück. Zum Glück ist es nicht zerbrochen. Oh, danke. Wie hast du das geschafft?
Ich habe ihre Kehlen aufgeschnitten und ihre blutenden Leichen auf dem Square aufgehängt, gegenüber von der Polizeistation. Ich dachte, das würde die anderen vielleicht ein bisschen zurechtrücken und die Polizei inspirieren. Was? Aber das? Brillant! Nach all dieser Zeit habe ich davon geträumt, dass jemand hier sowas macht. Warte, ich mache doch Späße. Ja, ich auch, natürlich. Lass mal diesen Ring sehen. Interessant. Es ist der Marrow Call of Arms. Das größte Fischereigeschäft hier in der Stadt. Eine sehr alte Familie. Aber das ist mehr so eine Sache, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Außer jemand stiehlt es. Und ich weiß nicht, wie du da rangekommen bist. Du sagst also, es muss von einem Abkömmling der Marrow-Familie sein. Ja, eigentlich logischerweise schon. Ich meine, technisch gesprochen kann kein anderer sie tragen. Vielleicht ist es schon seit Familien, seit Urzeit, also seit Ewigkeiten verloren. Schwer zu sagen. Aber ich muss mir sicher sein. Weißt du, wo ich die Marrows finden kann? Das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, um die Wahrheit zu sagen. Sie sind alle tot. Was? Ja, egal. Ich sagte ja, aber es ist der Vater der Firma, der tot ist. Die Firma ist zerfallen und ich weiß sonst nicht mehr darüber. Aber wenn du interessiert bist, es gibt das alte Anwesen hier in den Außenbereichen der Stadt. Danke, ich sehe mal, was ich tun kann. Viel Glück, wer auch immer du bist. Und danke für die Brille. Ich hoffe, die Ganoven kommen nicht zurück. Ich wäre sehr überrascht. Okay, wir haben den Ring ja noch. Alter. Aber er ist auch nicht sehr zimperlich, ne, der Apostel. Er macht einfach mal kurz einen Prozess mit den Leuten. So. Hier unten müsste er. Hier müsste er runtergefallen. Oha. Aber ganz schön langer Fall, du. Und hier. Oh, der Gargoyle sieht ja auch sehr schön aus. Ein Gargoyle. Was? Surveys the Esplanade screaming in rage. Überblickt die Esplanade und er schreit in Rage. Ja. Um Kinder zu erschrecken, wahrscheinlich. Da ist aber wieder noch ein Coat of Arms, also so ein Wappen. Die Stadt der Coat of Arms, wie es aussieht. Und sie sind über der ganzen Wand verteilt. Sieht aus wie die in Gore Bay. Ja, okay, wir gehen mal weiter. Ah, noch eine Bande Ganoven hier. Hey du, komm mal her. Entschuldigung. Komm mal her, ich werde dich ja nicht essen. Hast du mal eine Kippe? Eine Kippe? Ich glaube nicht. Du glaubst oder du weißt es nicht? Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Warte. Wo gehst du denn hin? Bleib doch mal eine Sekunde. Hast du ein Problem mit, Schlingen? Ganz ruhig, Mann. Kein Grund zur Aufregung. Entschuldige meinen Freund. Er ist ein bisschen, überstürmisch diese Tage. Überstürmisch? War jetzt mein Wort. So ein bisschen wie du, wie es ausschaut. Ich bin nicht stürmisch. Geht jetzt oder ich werde euch töten. so viel Vertrauen, wie du sagst. Ein bisschen zu vertrauensselig. Mein Name ist Gorus. Mein Job ist es hier, den Leuten Anweisungen zu geben, wo sie lang müssen. Was? Andererseits sind sie nämlich nicht zu guten Dingen aufgelegt, wie du sehen kannst. Wenn du jemals Ärger mit jemandem hast, komm bei mir vorbei und sprich mit mir. Es ist besser, den Unebenheiten eines Lebens als Team gegenüberzustehen, oder? Als Team? Machst du Spaß? Ich bin nicht interessiert, verpisst euch jetzt. Hey, hab mal ein bisschen mehr Respekt, Blondie. Nein, beruhig dich. Screabean, was? Was ist das für ein Name? Beruhig dich jetzt, Screabean. Ja, egal, überlassen wir ihm selbst. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind nicht weit entfernt, okay? Ja, ist mir egal, ich hau ab. Was ist das für ekelhafte Typen? Die wollten es abziehen und dann haben sie gemerkt, dass er sich wehren kann. Und dann auf einmal war nicht mehr so lustig, hä? Wo bin ich denn hier? Der Green Bus. Jerk. Ja, der Typ sieht wirklich, wirklich so aus, als würde er das Mädchen belästigen. Wenn ich jedes Mal anhalte, dann werde ich hier niemals fertig, leider. Ich muss mich auf die Mission fokussieren. Aha, der Green Bus. Gehen wir mal rein.
Okay, wieder so ein komischer Techno-Shoppen. Trunkener. Die Barfrau, die macht irgendwas mit elektrischen Dingen. Ich geh erstmal weiter, wir haben ja nichts zu suchen. Man sieht ja, man kommt immer irgendwie da an, wo man hin muss später. Was sagt er denn eigentlich? Ja, der Antikhändler hat gesagt, der Ring gehört den Marrows, einer ja, sehr mächtigen Familie in der Stadt. Ihr Anwesen ist auf der anderen Seite von Rotborg. Naja, zumindest kann ich jetzt etwas... Kann ich etwas Training bekommen. Wird wahrscheinlich hier oben das sein, aber das sieht aus wie eine Kathedrale. Bin ich falsch abgebogen, schätze ich. Was ist das bitte? Oh. Okay, jetzt bin ich falsch. Potentials. Was ist das bitte für ein scheiß Kaff hier? Ist ja furchtbar. Raw Bay ist richtig der Sündenpfuhl eigentlich. Hier. Oh, da ist ein Polizist, oder was? Oh, da geht's runter, da geht's weiter geradeaus. Jobs. Ja, sieht aus, als wäre jeder Shop hier geschlossen. Ich werde hier keine Dämonen finden. In so einer korrupten Stadt... ja, wenn dein Business hier nicht nach Teufel oder nach Böse stinkt, dann wirst du bankrott gehen. Hey, der Weg ist versperrt. Es finden Untersuchungen statt. Ah, okay. Ja. Typ wurde jetzt zerhäckselt immer noch. Drinking Fountain. Ja, eine eiserne Wasserquelle. Wenn ich darauf drücke, kommt nichts raus. Seltsam. Zum Glück bin ich nicht durstig. Telefonzelle, Gargoyles. Ich glaube, das ist alles Quatsch, das untersuchen. Eine öffentliche Telefonzelle. Funktioniert mit Kleingeld oder einer Karte. Geh mal hier lang. Ha. Sieht ja mal hässlich aus, aber auch sehr beeindruckend. Wo bin ich jetzt hier? Ist doch gar nicht so groß, das Spiel, leider, ha? Oh, wo geht's denn jetzt weiter? Ein wütende Demigur und zwei Cherubs, also zwei Engelchen. Sieht aus, als trägt er die ganze Galerie mit auf... Also das Gewicht der ganzen Galerie auf seinen Schultern. Eine sehr beeindruckende Statue. Ich kann den Namen deines Bildhauers nicht finden. Oh, ist es das? Der Turm. Ach, das ist die Stadthalle. Mhm. Die Aussicht vom Dach aus muss beeindruckend sein. Es gibt eine Tür auf dem im Erdgeschoss. Es war mal schön, aber jetzt ist es ziemlich ruiniert. Warte mal, wir gehen erstmal. Ich will erstmal weitergehen. Und dann gehen wir zur Stadthalle, wenn da nichts geht. Ah, das sieht mir noch eher nach... Nee, warte mal, das ist eine Kathedrale jetzt, aber... Konsummarkt. Konsummarkt. Ein großes Outlet von Läden. Geschlossen. Das Monster Offers Putella. Monster Offers Putella. Ja, sie hätten sich keinen besseren Punkt aussuchen können für dieses Teil. Das ist wirklich eine Kathedrale, aber guck mal, sogar hier drin ist alles Neon. Ne, komm, wir gehen erstmal weiter. Siehst du, das wäre in den Outskirts. Alter, sag mal, wie ist es doch größer, als ich dachte hier alles. Die Statue eines Fischmannes, ist das vielleicht eine Ode an Dagon? Ein Mann, halb Fisch, halb Mensch. Er hat einen sehr gläsernen Blick, diese Statue ist enorm. Es gibt keine Anzeichen für den Bildhauer. Alles, was darunter steht, ist Innsmouth Place. Haha. Innsmouth, ja. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, keine Ahnung. Kann ich hier noch nichts machen wahrscheinlich? Oh, was für eine Drecksstadt ist das bitte? Was, eine Klinik? Klinik St. Krieg. Geht's auch noch weiter. Ah, alles klar. Okay, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Gut zu wissen. Dann hört sie ja auf hier wahrscheinlich. Gehen wir nochmal zur Stadthalle. Vielleicht ist da ja irgendwas rauszukriegen. Boah, dieses Rumgelatsche hier, ne? Ah, was? Wie sieht der denn aus? Du nicht reinkommen, du keine Einladung. Dieser Typ, er ist nicht menschlich. Gute Güte, das ist ein Golem. Wer hat hier einen Golem im Turm beschworen? Diese Kreaturen haben kolossale Stärke. Ich reg ihn besser nicht auf.
Rein, du nicht reinkommen, du keine Einladung. Ich brauche also eine Einladung, um hier durchzukommen, ja? Du keine Einladung, du nicht reinkommen. Ich hab's verstanden. Geht nochmal mit ihm. Okay, es sagt immer dasselbe. Get it. Was? Vote Ra for a better future. Soll ich den Ring geben? Okay. Ja, wie gesagt, ich sollte lieber nicht reingehen. Das haut nämlich noch zu klump, oder? Aber leider schon, dass es hier Golems gibt, muss ja schon mal so ein Anzeichen dafür sein, dass übernatürliche Mächte am Werk sind. So, wo muss ich denn jetzt hingehen? The Manor is on the other side of Rotborg. Da muss es ja hier irgendwo sein. Aber hier, nee, hier ist das Manor. Seht ihr, da unten ist ein Anwesen. Alles klar, ich weiß nicht ungefähr die Richtung, die ich gehen muss. Wenn ich da überhaupt irgendwo hinkomme dann, wie ich das mir das vorstelle. Da. Jetzt bin ich da unten und ich muss einfach nur geradeaus. Dann rechts halten. Red Pill. Ja, ein verlassenes Gebäude. Hier scheint eine Party im Gange zu sein. Ja, mal sehen, ob ich da reinkomme. Ja, einfach nicht darum. Es steht nicht einfach so darum. Siehst du nicht, dass es ihm schlecht geht? Entschuldigung. Okay. Haben die sich ein bisschen abgeschossen zu sehr? Also ich muss auf jeden Fall hier hin. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich ganz woanders raus. Dann bin ich nämlich hier oben. Muss ich da unten lang, schätze ich. Hier ging es doch gar nicht weiter. War doch eine Sackgasse. Ah ne, doch, hier geht's weiter. Aha. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Oh, den kennen wir doch. Hey, ich kenne dich. Du hast mir vor einer Weile geholfen. Wirklich? Warte mal. Nein, ich erinnere mich nicht. Entschuldigung. Aber wir haben uns gerade vor einer Stunde getroffen. Hahaha. Ich mache natürlich nur Spaß. Es ist so unangenehm, wenn sich jemand nicht erinnert, hä? Genug. Ich kann sehen, was du da spielst. Vor einer Stunde hast du so getan, als hätten wir uns schon mal getroffen. Und du liegst falsch. Es ist absolut unmöglich. Oh ja, natürlich liege ich falsch. Es war nur, ich habe da ein bisschen geredet. Es war ziemlich dunkel zu dieser Zeit und ich konnte dich nicht klar sehen. Lass uns das Thema wechseln, ja? Okay, alles klar, aber... Ich werde dich nicht aufhalten, du siehst ziemlich beschäftigt aus. Ich wünsche dir einen schönen Abend, bis wir uns wieder treffen. Aha, dir auch. Ich wette mit euch, Leute, das ist auch ein Dämon. Er tut nur so, als würde er uns nicht kennen, das ist vielleicht sogar der Strohmann. Oh, scheiße, ich wusste... Wusste nicht, wie matschig es hier sein würde. Meine guten Schuhe. Als sie sagten, dass das Anwesen, habe ich mir vorgestellt, dass es ein bisschen mehr Stil hat. Dieser Ort ist so seltsam, Mann. Es war vielleicht nicht die beste Idee, uns hier rauszuschicken und eine Story zu drehen über das antike Anwesen. Aber ich war das. Was? Was? Ich hoffe, du verarschst mich. Nein, es ist ein toller Ort für eine Dokumentation. Wir können ein paar... Wir können ein paar Bilder machen vom Anwesen, richtig? Meine Dokumentation? Aber das hat nichts miteinander zu tun. Der Titel ist Der Fall von Rotborg. Nach der Krise Blut und Tränen. Außerdem bin ich ziemlich stolz auf meinen Titel. Und ja, du wirst bemerkt haben, dass es darin kein Marrow-Anwesen gibt. Aber die Marrows hatten ein großes Geschäft mit der Fischerei. Und... die haben ihren Reichtum somit erlangt und dann an dem Gerichtsstreit und so weiter, der Tod des Bosses, dann die Gerichtsverhandlung und gute Güte, Guy, niemand interessiert sich dafür. Alles, was die Leute sehen wollen, ist schockierender Horrorkram, nicht irgendwelche alten Ruinen. Sowas wie Leichen und die Trauernden und ja... Wir werden niemals irgendwelche Einschaltquoten bekommen mit deiner dummen Analyse. Ich bin sicher, nicht alle Menschen sind so drauf. Egal, lass uns das Thema wechseln. Hast du nicht gesagt, es gibt eine Legende über einen Geist hier? Ja, sowas in der Art. Ich habe gehört, dass die Kinder sagen, der Geist der Mutter sucht diesen Ort immer noch heim und das... Warte, das ist nicht schlecht. Wie war das Ding mit dem Seil? Ja, es geht das Gerücht, dass sie sich selbst erhängt hat, nachdem sie verrückt wurde. Aber das ist nicht wirklich sicher und... Perfekt! Das ist sehr interessant. Das ist das Ding, was die Kinder hören wollen, weißt du? Sie haben sie weggeholt von ihrer Mutter nachts.
nachdem die Bailiffs die Güter geholt hatten. Das ist es. Damit könnten wir mindestens 3 Minuten rausschlagen. Das wäre fantastisch. Naja, du hast einen guten Job gemacht. Wir können jetzt zurück ins Office und dann schneiden wir alles zusammen. Aber wir haben doch nicht ein bisschen Material aufgenommen. Na und? In diesem Fall ist es ja wohl unmöglich, über das Tor zu klettern. Egal, wenn es nicht so beeindruckend ist, dann... ja, finden wir so ein paar alte Schwarz-Weiß-Fotos von diesem Ort. Das wäre genauso cool. Alles klar, das ist raus hier. Das ganze Laufen hat mich ermüdet. Ah! Ein Geist! Hilfe, ein Dieb! Ich werde angegriffen! Wow, Entschuldigung, Sie. Okay, ich komme auch. Ja, jetzt kümmern wir uns mal um das Geschäft. Ich muss einen Weg finden. Und ich muss den Mann finden, der diese... der da runtergeworfen oder der platt gemacht wurde und was mit ihm geschehen ist. Legen wir los. Okay, sie war jetzt so ein bisschen der Comic Relief, ne? Das Name in Wrought Iron. Der Name Marrow steht auf dem Tor. Ich muss den Mechanismus irgendwie öffnen. Es gibt einen Mechanismus und einige Symbole im Zentrum. Bauhändler, was haben wir hier? Ja, der Griff bewegt sich nicht. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Klingel, eine alte, rostige Klingel, aber sie kann... die funktioniert wahrscheinlich so seit ein paar Dutzend Jahren nicht mehr. Also seit einer Dutzend Jahre. Ich weiß natürlich, was wir machen müssen. Wir haben den Signet-Ring. Easy. Aha, einige Symbole. Es muss eine Logik dahinter geben. Warte mal. Aha. Ein Plinth. Inscribed with a circular legend. Only he who knows the order of the world may enter our Dimesne. Also der die Ordnung der Welt kennt, möge eintreten. Okay. Also die Sonne und der Mond. Die kann ich auch noch drehen, aber ich weiß nicht, wie ich das drehen muss. Ich ganz oben die Sanduhr. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Muss auch eine Logik hinter all dem geben. Ja. Schlechte Kombination. Jetzt wird alles wieder gemischt. Warte mal. Bad Combination. Muss das denn auch stimmen, irgendwie, so von der Anordnung? Also, oder müssen einfach nur die Symbole zueinander passen? Leckt jemand das Schwert ab? Warte mal, es muss eine Art Logik dazu geben, sagt er. Komm ich wieder raus hier? Komm nicht raus. Cool, also muss ich das jetzt lösen, ja? Also... warte mal, das Auge... und das Schwert. Bad Combination. Aber was hat das miteinander zu tun, alles? Das ist Brimstone. Auch falsch. Hat denn die Blume mit einer Schlange zu tun oder das Auge mit dem Geweih? Eigentlich gar nichts. Ah. Okay. Wir haben es wohl irgendwie aufgekriegt. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir haben es aufgekriegt. Interessant. Ein Seefahrer, der hat einen Sextant in der Hand. Ich finde den Stil so cool, ne? Also auch das Comic-mäßige und... Das würde ich auch als Comic, glaube ich, lesen. Nämlich abgefahren. Erster Akt. Geister der Vergangenheit. Jetzt ist erst der erste Akt. Alles klar, das Spiel geht wohl ein bisschen länger, denke ich. Naja, aber hier ist erstmal Schluss für den Part, Leute. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Ich finde es ziemlich cool. Wie gesagt, der Stil gefällt mir. Könnte nur ein bisschen weniger Text sein oder ein bisschen mehr deutscher Text. Kannst du übersetzen. Aha, Kletter-Efeu. Eine Statue.
Naja, wir sehen uns das nächstes Mal an, Leute. Danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren und bis dann mit The Blind Prophet. Ciao.